In der ersten Aufgabe war eine zeitabhängige Spannung gegeben, U von t in Abhängigkeit von der Zeit. Klein t, die sah ungefähr so aus, dass die erstmal eine Linearfunktion war, bis zu einem gewissen Maximalwert oder Minimalwert nochmal eine Linearfunktion, die dann in die andere Richtung ging und dann ein Teil, wo die Funktion 0 war. Und dann ging das eben wieder so weiter. Und das hier sollte bei der Periodendauer groß T Drittel sein, dass bei 2 Dritteln von der Periodendauer, und das ist dann die Periodendauer, und von hier wiederholt sich die Funktion. Und dieser Wert hier war mal mit U-Dach gekennzeichnet. Und haben wir bei Aufgabenteil A danach gefragt, wie groß der Mittelwert ist. Jetzt muss man natürlich wissen, dass der Mittelwert einer Funktion sich ausrechnen lässt über die Funktion integriert über die Zeit, über eine Periodendauer. Und dann kriegt man hier sowas hin wie die Spannung integriert über die Zeit. Jetzt will man aber nur die Spannung haben, also muss man noch mal einmal durch die Zeit teilen und teilt dann einmal durch diese Periodendauer. Und jetzt können wir diese Funktion uns angucken und sehen, die besteht irgendwie aus drei Teilen. Nehmen wir diesen Teil hier vorne mal U1 von t und diesen Teil hier U2 von t, und hier hinten ist die Funktion einfach 0. Dann können wir sagen, wir splitten dieses Integral auf und integrieren erstmal von 0 bis t Drittel über die Funktion U1 von t dt, und dann integrieren wir nochmal von einem Drittel t bis 2 Drittel t über die Funktion u2 von t über t integriert und die große Klammer zu. So, und jetzt kann man so ein bisschen scharf drauf schauen und feststellen, naja, dieser Verlauf hier und dieser Verlauf hier, das ist ja eigentlich der gleiche, bis auf dass das hier eben abfällt und hier dann ansteigt, aber sonst ist ja der Funktionsverlauf an sich eigentlich genau der gleiche. Deswegen können wir sagen, wir nehmen einfach dieses erste Integral und nehmen das mal 2. Also 2 mal das Integral von 0 bis groß t Drittel über die Funktion u1 von t dt. No, und diesen Teil hier hinten, das Integral von 2 Drittel t bis groß t über 0, das habe ich gleich mal weggelassen, weil über 0 integriert ergibt sowieso 0. So, das heißt, wir brauchen jetzt mal die Funktion u1 von t. Und jetzt können wir da scharf drauf schauen, das ist eine lineare Funktion. Die lineare Funktion hat einen Anstieg und die hat einen Achsenabschnitt. Das m ist der Anstieg, das n ist der Achsenabschnitt. Und den Anstieg bekommt man raus über ein Anstiegsdreieck, indem man sich überlegt, okay, diese Seite von dem Anstiegsdreieck, das ist genau das U-Dach. Und die andere Seite von dem Anstiegsdreieck, die horizontale, das ist groß T Drittel. Und dann kann man meinetwegen die 3 in diesem Doppelbruch nach oben ziehen und kann sagen, das sind 3 mal U-Dach durch groß T. Und wenn wir das dann mal einsetzen in diese lineare Funktion hier, dann steht da 3 mal U-Dach durch groß T mal T. Und der Achsenabschnitt, das N, da können wir gucken, das ist einfach 0 plus 0, schreibe ich jetzt nicht mit hin. So, um das jetzt kurz zu überprüfen, ob das passen kann, setzen wir für T gleich 0 ein. Dann kommt hier 0 raus, können wir gucken, für t gleich 0 ist die Spannung auch 0. Und wenn wir jetzt mal groß t Drittel einsetzen, dann kürzt sich das groß t mit dem groß t weg, die 3 mit dem Drittel, dann bleibt u Dach über, und dann können wir schauen, zum Zeitpunkt groß t Drittel kommt da auch wirklich u Dach raus. Genau, so, jetzt können wir dann die Funktion hier einsetzen. Also das da reinbringen, und dann steht da 2 durch groß T, das Integral von 0 bis groß T Drittel, 3 mal U Dach durch groß T, mal klein T, und das Ganze nach T, nach dem kleinen T integriert. Das ist jetzt alles konstant, das kann man alles vor das Integral ziehen. 2 mal 3 sind 6. U Dach und
Groß T mal Groß T sind Groß T Quadrat. Und das T nach T integriert ergibt T Quadrat halbe. Und das Ganze brauchen wir jetzt in den Grenzen von 0 bis Groß T Drittel. Und jetzt müssen wir die Grenzen einsetzen. Obere Grenze minus untere Grenze. Wenn wir die untere Grenze einsetzen, kommt da 0 raus. Die brauchen wir dann nicht mitrechnen. Und die obere Grenze, den Rest abgeschrieben. Und die obere Grenze sind dann eben Groß T Quadrat. Das Drittel zum Quadrat sind 9. Und die 2 müssen wir auch noch mit abschreiben, sind 2. So, dann können wir schauen, die 6 und die 2 kürzen sich zu einer 3, die 3 und die 9 kürzen sich nochmal zu einer 3 hier und die Groß-T und Groß-T kürzen sich da. Und dann kommt insgesamt für unser Mittelwert hier raus, dass das U-Dach Drittel sind. Und jetzt kann man auch natürlich hier oben so ein bisschen scharf auf die Funktion draufschauen und kann sich überlegen, dieser Mittelwert, wir haben hier so ein Dreieck, das ist genau die Hälfte von diesem Kästchen hier. Wir haben nochmal, hier ist ein Dreieck, das ist auch die Hälfte von dem Kästchen und hier hinten haben wir gar nichts. Also haben wir, wenn man sich das Gesamt anguckt, drei Kästchen und von diesen drei Kästchen füllt die Funktion genau ein Kästchen aus, nämlich ein halbes hier und ein halbes da und deswegen ein Kästchen von drei Kästchen ist eben genau ein Drittel und ein Drittel wäre ungefähr hier. Ein Drittel U-Dach, da wäre der Mittelwert. Im Aufgabenteil B ging es dann darum, den Effektivwert auszurechnen. Der Effektivwert berechnet sich so ähnlich. Wir nehmen die Funktion, quadrieren die Funktion aber zunächst, integrieren über die Zeit und zwar wieder über eine Periodendauer. Jetzt kriegen wir sowas wie Volt Quadrat mal Sekunde raus, wollen aber am Ende natürlich nur Volt haben, also muss erstmal die Sekunde weg. Das passiert wieder, indem wir durch eine Periodendauer teilen und dann nehmen wir am Ende noch die Wurzel, um aus dem Volt Quadrat wieder Volt zu machen. Und hier kann man jetzt genau das gleiche machen, kann sagen, wir splitten dieses Integral auf und integrieren auch wieder von 0 bis Groß T Drittel über die Funktion U1 von T dt. Zum Quadrat natürlich und nehmen dann noch die zweite Funktion von t Drittel bis 2 Groß t Drittel und quadrieren die auch und nehmen von all diesen die Wurzel. Und jetzt kann man die gleiche Überlegung nutzen wie vorher. Dieser Funktionsteil und dieser Funktionsteil ist ja im Endeffekt der gleiche, bloß gespiegelt. Das heißt, wenn ich diesen Funktionsteil quadriere und diesen Funktionsteil quadriere, dann kommt da auch das gleiche raus, bloß eben auch gespiegelt. Das heißt, wir können wieder diesen Teil hier wegstreichen, genau wie wir den hier oben weggestrichen haben und nehmen dafür diesen Teil hier vorne eben zweimal. So, weil wir den da oben auch zweimal genommen haben. Und dann kommt für den Effektivwert eben raus 2 durch Groß T das Integral von 0 bis einem Drittel der Periodendauer von unserer Funktion U1 Quadrat. Die Funktion U1 Quadrat haben wir hier schon mal, also die Funktion U1 haben wir hier aufgeschrieben. Die jetzt zum Quadrat wäre eben aus einer 3 wird eine 9, aus dem U-Dach wird ein U-Dach Quadrat und aus dem Groß T wird ein Groß T Quadrat und aus dem Klein T wird ein Klein T Quadrat. Das Ganze über die Zeit integriert und davon die Wurzeln. Und jetzt geht das so weiter. Das, was vor dem Integral steht, können wir abschreiben. Das ist ein konstanter Faktor, den kann man auch mit vor das Integral schreiben. Das klein t Quadrat nach t integriert ergibt ein t hoch 3 Drittel. Und das brauchen wir jetzt in den Grenzen von 0 bis t hoch 3 Drittel. Und davon dann eben wieder diese Wurzeln. Und jetzt kann man dann die Grenzen einsetzen. Die obere Grenze eingesetzt, minus die untere Grenze eingesetzt. Da die untere Grenze 0 ist, fällt diese wieder weg. Das alles abgeschrieben. Und jetzt die obere Grenze eingesetzt. Dann steht da t hoch 3. Durch 3 hoch 3, 3 hoch 3 sind 27
und nochmal durch dieses Drittel von dort. Und von dem Ganzen die Wurzel. Und dann sieht man, dass sich das Groß-T und Groß-T-Quadrat mit diesem Groß-T hoch 3 kürzt. Und dass sich eine 9 mit der 27 hier kürzt und da nochmal 3 überbleiben. Und ja, und die 3 mal 3 sind wieder 9, beziehungsweise wenn wir die Wurzel davon ziehen, dann kommen da wieder 3 raus. Also bleibt hier eine Wurzel 2 über dem Bruchstrich über und unter dem Bruchstrich bleibt eine 3 über, sodass wir Wurzel 2 durch 3 mal U Dach haben. Und da das jetzt in meiner Skizze nicht so richtig klar ist, ob das U-Dach jetzt positiv ist oder negativ, mache ich hier mal Betragstriche ringsrum. Und wenn man wollte, konnte man jetzt noch die Werte für das U-Dach aus der Funktion, aus der Aufgabe einsetzen, nämlich dass dieses U-Dach da 3 Volt war. Dann sah die Skizze auch ein bisschen anders aus, aber drückt im Grunde genau das Gleiche aus. Und dann sind hier 3 Volt durch 3. Da kommt dann genau 1 Volt raus und hier unten 3 Volt durch 3 ist auch 1 Volt mal Wurzel 2, dann waren es genau 1,414, wie auch immer man jetzt, wie viel Nachkommastellen man schreiben möchte, Volt. Und damit war diese Aufgabe dann komplett gelöst.